Heute zeigen wir euch den Hoka Clifton 9 GTX, also in der wasserdichten GTX-Variante mit wasserdichtem Obermaterial. Der Hoka Clifton 9 ist der Prototyp des neutralen Dämpfungsschuhs, ein guter Schuh für das alltägliche Training, der robust ist, gut dämpft und trotzdem sich auch für das flottere Trainingstempo eignet. Ein Schuh, der wirklich zu den besten in dieser Kategorie gehört und den wir nach wie vor absolut empfehlen, mit einer kleinen Einschränkung, und zu der kommen wir gleich. Der Schuh kostet 170 Euro, hat ein Gewicht von 273 Gramm in der Herrenversion, die ich hier habe, und von 235 Gramm in der Frauenversion, optisch gleichgestellt. Und die Sprengung des Schuhs beträgt 5 mm. Ja, Hoka Clifton, das ist quasi der Inbegriff der neutralen Dämpfungsschuhkategorie. Und früher stach der Clifton raus dadurch, dass er ein sehr komfortabel, sehr gut gedämpfter Schuh war, der ja lange Zeit besser gedämpft war als viele andere Schuhe auf dem Markt. Mittlerweile hat sich das komplett geändert. Die Zeiten, wo Hoka mit diesen hochstehenden Mittelsohlen Alleinstellungsmerkmal hatte, sind längst vorbei. Mittlerweile haben alle großen Laufschuhhersteller diese voluminösen Mittelsohlen mit diesen hervorragend dämpfenden Schäumen in der Mittelsohle, die zugleich aber auch reaktiv sind. Was den Hoka Clifton schon immer ausgezeichnet hat, ist also der Komfort des Schuhs als Trainingsschuh, die sehr gut dämpfende Mittelsohle bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht und tatsächlich, und deswegen stellen wir gerade den 9er in der GTX-Version heute vor, tatsächlich ändert auch das wasserfeste Obermaterial nichts an dem geringen Gewicht in der Größe US L, hier in meiner Testgröße, den Schuh, den ich hier in der Hand habe, wiegt der Schuh tatsächlich lediglich 300 Gramm, also gerade mal etwa 15 Gramm mehr als die Version ohne Gore-Tex-Obermaterial. Was heißt das eigentlich, Gore-Tex? Man kann es hier, es ist hier groß auf die Seite geschrieben, Invisible Fit. Das heißt eigentlich, dass dieses Obermaterial mit einer Membran ausgerüstet ist. Invisible Fit deutet darauf hin, man sieht die Membran tatsächlich nicht. Die ist unter dem Oberstoff und zwischen dem Liner, also zwischen dem Innenstoff eingebracht. Aber tatsächlich bis zum Schuhkragen, also bis zu dieser Höhe, ist der Schuh wasserdicht. Und das ist beim Clifton 9 deswegen empfehlenswert, weil die normale Variante des Clifton 9s, das haben wir gelobt, über ein sehr atmungsaktives Obermaterial verfügt. Und im Winter kann das durchaus mal zu kalten Füßen führen. Deswegen ist der 9er in der GTX-Variante tatsächlich eine Empfehlung jetzt für schlechteres Wetter, raueres Wetter in den Herbst- und Wintermonaten. Und natürlich, er ist wasserdicht. Das heißt, bei Regen, beim Durchlaufen von Pfützen, auch bei Schnee, es kommt kein Wasser in den Schuh rein. Was aber auch natürlich gleichzeitig heißt, dass die Atmungsaktivität des Obermaterials ist deutlich geringer als bei normalen Clifton. Also sprich, bei wärmeren Temperaturen kriegt man hier dann schon heiße Füße drin, da ist er dann nicht so geeignet. Ansonsten nochmal zu den generellen Qualitäten des Schuhs. Man sieht das hier an dem Obermaterial, an dem Schuhkragen hier sehr schön. Auch hier ist der Clifton sehr komfortabel. Also die Betonung auf dem Komfort des Schuhs zeigt sich von der Mittelsohle, aber eben auch im Sitz des Obermaterials. Was wir sehr gelobt haben, ist der Sitz hier des Fußrückens im Schuh. Der Fuß hat hier sehr guten Halt und fühlt sich also sehr wohl im Schuh. Gleichzeitig ist der Fuß auch hier sehr gut in den Schuh eingebettet, was dazu führt, dass man eine relativ gute Stabilität hat, auch wenn der Clifton 9 über keine externen Stabilitätsmerkmale verweist, wenngleich die Fersenkappe hier relativ fest intern gearbeitet ist und die Ferse also relativ eng umschlingt. Und da kommen wir zu dem einen Punkt, den ich angedeutet habe. Das ist tatsächlich die Passform des Schuhs. Die ist relativ eng. Der Schuh eignet sich, der Clifton 9, eher für schmale Füße bis maximal mittelbreite Füße. Und das zählt insbesondere für die GTX-Version, die Version, die wir hier vorstellen, also mit der Gore-Tex-Membran. Denn wie allgemein bei allen anderen Modellen auch, die Membran im Obermaterial führt dazu, dass das Obermaterial weniger elastisch ist und die Passform sich enger anfühlt. Das heißt, gerade auch für den Clifton 9 GTX gilt, wie bei allen anderen Gore-Tex-Schuhen auch,
Man sollte eher eine halbe Nummer größer wählen, wenn nicht sogar eine ganze US-Nummer größer, damit man eben hier vorne im 10-Raum mehr Platz hat und in der 10-Box generell mehr Platz hat. Denn das ist generell der Kritikpunkt am Clifton 9. Die Passform ist gerade hier vorne im 10-Bereich etwas schmal. Das sollte man bei der Anprobe besonders beachten. Also wenn man hier vorne einen breiteren 10-Bereich hat, kann es hier schon mal eng werden und dann ist der Schuh tatsächlich nicht geeignet. Ansonsten, was beim Clifton 9 auch in der GTX-Variante gleich bleibt, ist die sehr gute Außensohle. Die gefällt uns nämlich gerade jetzt auch für den Herbst-Winter-Einsatz, weil man mit dieser Sohle auch auf Feld- und Waldwegen sehr, sehr gut unterwegs ist. Also auch wenn es mal ein bisschen schlammig, matschig oder auch schneereich wird, ist man mit der Sohle sehr gut unterwegs und kann den Schuh also gerade in den Wintermonaten im Training auch hervorragend einsetzen. Wer übrigens noch mehr oder komfortverwöhnt ist, der findet im Hoka-Regal zum Beispiel den Bondi. Der ist nochmal komfortabler gedämpft oder natürlich auch bei anderen Herstellern. Also wir denken da so an Modelle wie New Balance Fresh Foam X More, der nochmal eine dickere Mittelsohle hat oder andere Modelle, die da weicher gedämpft sind. Der Clifton 9 geht eher so in die Richtung von einem New Balance 1080 oder einem Adidas Supernova Prima oder auch einem Saucony Ride etwa. Das sind so vergleichbare Modelle. Brooks Glycerin ist auch ein vergleichbares Modell. Essex Gill, nicht der Nimbus, sondern eher der Gill Kayano in der festeren Version. Das sind so, oder vielleicht auch der Essex Gill Cumulus als vergleichbares Modell. Das sind so, ist so die Schicht der Schuhe, in der sich auch der Hoka Clifton 9 bewegt. Von uns absolute Empfehlung für den Clifton 9, gerade in dieser wasserfesten Variante. Aber man muss die Passform beachten. Also am besten vorher anprobieren und dann kann man mit dem Schuh sehr lange unterwegs sein. Denn auch das ist ein Qualitätsmerkmal. Der Schuh hat sich als sehr haltbar erwiesen.